Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bacchus Barbecue. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Manchmal, wenn man so durch seine Regalwand an Kochbüchern blättert, da stößt man gelegentlich auf ein Rezept, das eigentlich für den Ofen vorgesehen ist, aber geradezu danach schreit, im Dutch Oven gemacht zu werden. Ja, und heute geht's auf den afrikanischen Kontinent, denn heute gibt's einen afrikanischen Hähnchen-Erdnusstopf. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dran. Ich freue mich richtig auf dieses Gericht, ihr macht euch keine Vorstellung. Ja, kommen wir zu den Zutaten. Hier hinten haben wir 3 große Hähnchenkeulen. Die werden wir nachher noch mit Pfeffer und Salz würzen und dann im Dutch Oven schön anbraten. Wir haben hier so ein Fladenbrot, werden wir nachher ein bisschen aufknuspern. Ist auch nur als Beilage gedacht. Wir haben hier einmal 2 Zwiebeln gehackt, 2 Knoblauchzehen gehackt. Wir haben hier 3 grüne Spitzpaprika, klein geschnitten. Hier haben wir 2 Staudensellerie-Stangen klein geschnitten. Dumm-di-dumm. Dann haben wir hier einmal so rote Kartoffeln mit Haut. Das Rezept sieht eigentlich ausschließlich Süßkartoffeln vor, die haben wir jetzt hier. Mir persönlich wird das dann zu süß. Ich habe gedacht, ich mische das so ein bisschen. Das sind jeweils ungefähr, ich sag mal so 300 Gramm. Dann haben wir hier noch einmal 200 Gramm Kichererbsen. Wir haben zum Bestreuen nachher am Schluss haben wir hier eine Mischung aus Petersilie und Koriander. Auch hier wieder Koriander in seiner reinen Form. Mag nicht jedem gefallen. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen Petersilie untergemischt. Dann haben wir hier noch eine kleine Chili gehackt. Wir haben an Gewürzen Pfeffer, Salz, wir haben hier Cayennepepper und wir haben hier Kreuzkümmel. Und der Clou bei der ganzen Geschichte, das sind diese 150 Gramm Erdnussmus. Also keine Erdnussbutter, sondern Erdnussmus. Ist sehr intensiv. Wir werden mal schauen, wie viel wir davon reintun. Wir haben zum Anbraten noch ein bisschen Pflanzenöl und zwischendurch zum Ablöschen so einen knappen Liter Hühnerbrühe. Davon werden wir wahrscheinlich auch nicht alles brauchen. Gut, kümmern wir uns jetzt mal um die Hähnchenkeulen. Ich gebe in den GN-Behälter so einen kleinen Schluck Öl. Da geht es im Grunde genommen nur darum, dass die Hähnchenkeulen von außen so ein bisschen klebrig werden, um dann gleich Pfeffer und Salz besser aufzunehmen, beziehungsweise dass das Pfeffer und Salz besser daran haften kann. Ordentlich pfeffern. Ordentlich salzen. Gut, bei Licht betrachtet hätte ich mir das mit den Handschuhen auch schenken können. So. Gut, die stellen wir jetzt zur Seite, während draußen die Kohlen durchglühen. So, die Kohlen sind soweit. Jetzt gehen wir raus an die Weberkugel und basteln uns da unser Dutch Oven Setup. So, die Kohlen sind schön durchgeglüht. Das packen wir vielleicht mal so 10-12 Stück unter den Dutch Oven. So, also ein bisschen einsortieren hier. Den 12 Zoll Dutch Oven, den packen wir jetzt hier oben rein. Und lassen den mal ordentlich heiß werden. Gut, der Dutch Oven sollte heiß sein. Dampft schon. Schieben wir hier noch ein bisschen Pflanzenöl rein. Und jetzt werden die Hähnchenschenkel nach und nach kräftig angebraten. So, die Hähnchenkeulen haben zwischenzeitlich ein bisschen Farbe genommen.
das reicht auch schon. Jetzt schwitzen wir die Zwiebeln. Und den Knoblauch an. Chili geben wir auch gleich dazu. Dazu kommt jetzt noch der Staudensellerie. Paprika. Die Süßkartoffeln. Und die roten Kartoffeln. Jetzt kommt der Kreuzkümmel, der Cayennepfeffer und der Kreuzkümmel dazu. Wir würzen noch ordentlich mit Pfeffer. Mit dem Salz immer ein bisschen vorsichtig, weil in der Brühe, die jetzt dazu kommt, ist ja auch jede Menge Salz. Gießen die Brühe an. So gerade so, dass das Gemüse genug Brühe zum Schwimmen hat. Jetzt legen wir die Hähnchenkeulen oben auf. Deckel drauf. Jetzt packen wir noch ein paar Kohlen drauf. Nicht zu viele. Das sollte erstmal reichen. Jetzt lassen wir das Ganze so eine, ja, vielleicht mal so eine, so 20 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen vor sich hin spurgeln. So, jetzt ist doch eine gute anderthalb Stunde vergangen. Ich hatte zwischenzeitlich mal noch so ein paar Kohlen draufgelegt, also Kohlenreste, um den Hähnchenkeulen noch so ein bisschen Farbe zu geben. Schauen wir erstmal rein. Ja, das sieht auch gut aus. Die Hähnchen holen wir jetzt raus und dann kommt die Erdnuss, das Erdnussmus und die Kichererbsen kommen noch rein. So. Herrlich, die fallen schon so vom Knochen. So, herrlich. Kartoffeln sind schön durch. Kichererbsen noch rein. Das Erdnussmus. Die Hähnchen kommen hier oben drauf. Zehn Minütchen, dann sind wir fertig. Minuten sind rum. Ja, mal so anfassen. Nehmen wir den Dutch Oven mal raus. So, jetzt lüften wir einfach nochmal den Deckel. Das Brot habe ich einfach so direkt auf den Kohlen so ein bisschen aufgeknuspert. Funktioniert gut. So, schaut euch das an. Leute, das riecht unglaublich. Wahnsinn. Ja, so. Knochen kann man so rausziehen. Zart ohne Ende. Gut. Dann machen wir uns mal ein Tellerchen. So, jetzt nehmen wir uns erstmal so ein paar Kartoffeln, Kichererbsen. Die Süßkartoffeln sind logischerweise sehr verkocht, ist klar. Mal so ein Schenkelchen drauf. Da ist er nun. Der Hähnchen-Erdnusstopf vom anderen Kontinent, nämlich aus Afrika, riecht unglaublich gut. Ich muss da gleich mal probieren. Wow. Obwohl da relativ wenig von dem Erdnussmus drin ist, merkt man das doch ganz deutlich.
passt wunderbar zu den Kartoffeln und zu den Süßkartoffeln. Das Hähnchen ist butterzart. Ja, was soll ich sagen? Unbedingt nachmachen. Tolles Rezept, tolle Aromen und genug für eine ganze Familie. Also meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, damit helft ihr uns ungemein. Lasst uns ein Abo da, schickt uns einen lieben Kommentar, wie auch immer. Wir würden uns sehr freuen und abschließend wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und genießt das Leben.